So, hallo und herzlich willkommen. Es gibt wieder was zu futtern. Heute werden wir es maßlos übertreiben. Und wir fangen an mit den Kartoffeln. Da kommt wieder unsere allseits beliebte Schnitttechnik zugrunde. So, Kartoffeln sind geschält, wandern im Topf und werden nur 5 Minuten gekocht. Nicht weich kochen. Niemals, denn am besten gleich festkochen mit Kartoffeln. Währenddessen braten wir auch gleich die Steaks. Nur 5 bis maximal 7 Minuten pro Seite. Ganz durch sollen sie ja nicht sein. Grob Medium reicht völlig für das, was wir vorhaben. Die werden eh nochmal warm gemacht. So, dann werden die Steaks und die Kartoffeln kochen und braten. Machen wir schon mal das nächste fertig. Dazu brauchen wir eine Zwiebel. Unserer unverkennbaren, garantiert tränenfreien Schnitttechnik. So. Dann haben wir die einmal geschnitten. Dann brauchen wir Knoblauch, wahlweise auch Chili, aber da ich ja kein scharfes Essen mag, fällt es weg. Und packen das Ganze in die Pfanne. Im größten Brett, das ich natürlich hatte, damit ich möglichst wenig Platz habe. So, die jetzt 5 Minuten bei mittlerer Hitze schön sich glasig werden lassen, so. Nicht ganz durch auf jeden Fall. Keine Röstzwiebeln machen. So, die Zwiebeln dann soweit sind, dann nehmt ihr euch Knoblauch. So, und werden von 1 bis 2 Zehen, je nachdem wie sehr ihr das mögt. Ich habe mir da jetzt mal das blanke Faulheit so ein Ding gesorgt. Mit Knoblauchflakes steht da drauf. So. Kannst du noch mal grob eine Minute so braten. Jetzt könnte man eben noch ganz so kleingeschnittene Chilischoten reinhauen. Aber da bin ich kein Fan von. Darum müssen wir in dieser Variante darauf leider verzichten. Es tut mir unendlich nicht leid. So, während das da drüben noch vor sich hin brutzelt, machen wir mal die Tomaten fertig. Die brauchen wir als nächstes. Einfach von der Menge her so ein Ding nehmen. Keine Marke zeigen, ich verdiene kein Geld damit. Ungefähr so eine Größe. Hacken wir die natürlich auch noch klein. So, wenn die dann klein gehackt sind. Und dann diese auch mit den Zwiebeln dazu. Dann könnt ihr euch ein bisschen steigern. Und langsam dann Salz und Pfeffer hinten. Wo ist mein Salz? Da ist mein Salz. Pfeffer muss ich da abgucken. So, und das Ganze ruhig zum Kochen bringen. Flüssigkeit darf ruhig dabei sein. Sobald das Ganze dann im Kochen ist, ich werde eine etwas kleinere Pfanne nehmen sollen, dann wieder reduzieren. Koriander dazu und auf die Seite stellen. So, jetzt kommen wir zu den Kartoffeln. Wie gesagt, nur 5 Minuten kochen, festkochende. Mariniert. Und jetzt machen wir etwas, das nennt sich Hashbrown. Nein, es hat nichts mit Hashbrownies zu tun. Das heißt halt auf Englisch so. Ich weiß nicht, ob es da ein deutsches Wort für gibt. Am ähnlichsten haben sie gesagt, das ist wohl Rösti oder Kartoffelpuffer. So, dafür müssen wir die Kartoffeln erstmal klein hacken. Grob klein hacken. So, habt ihr das gesehen? Die Schnitttechnik ist so krass, dass gleich ein Topf verschieden ist und sich das Messer verändert hat. Also, wenn wir das haben, kommt noch dazu Cheddar-Käse. Am besten eigentlich gerieben, aber ich konnte kein Stück auftreiben, also muss ich ihn jetzt klein schneiden. Und 4 bis 5 Eier. Je nach Menge. So, dann brauchen wir die Eier. Die müssen wir erstmal klein machen. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir den Käse. Auch wieder mit unvergleichlicher Schnitttechnik. So, dann haben wir das fertig. Dann wandert der Käse einmal in die Schale zu den Kartoffeln. Die dabei ruhig noch warm sein dürfen. Das macht das Rühren nämlich einfacher, dass sie jetzt kommt. Und wieder unsere Scrambled Eggs. Scramblen die da drüber. Und dann geht's los. Dabei dürft ihr ruhig Gewalt anwenden, das muss gut vermischt sein. Und dabei dürfen die Kartoffeln ruhig klein und matschig werden. Bei der Menge könnt ihr eigentlich auch 1 oder 2 Eier mehr hernehmen. Es kommt drauf an, wie ihr das geil findet. Machen wir unsere Steaks klein. Die brauchen wir nämlich auch noch. So.
Dann wenn das alles geschnitten, dann wird's interessant. So, jetzt wird's lustig. Zuallererst aber, beim Ausprobieren hat sich gezeigt, dass es doch zu grob war. Also ich habe es dann mit dem Stabmixer klein gemacht. Ist vielleicht besser. So, und dann brauchen wir... Ich weiß mehr Platz für die Kamera zu lange dran stehen. Dann brauchen wir den Bacon. Wieder mal, wie immer. Davon nehmt ihr... Schauen wir mal. Je nach Größe halt. Was euch da lieber ist. Auf jeden Fall zwei aufheben. So, das sind jetzt mal 5. Schön ein bisschen in die Länge ziehen, das muss auf jeden Fall reichen am Ende. Dann die letzten 2, die legen wir nämlich so da drauf. So. Dann kommt einmal unser Gematsche. Damit kann man Türen abdichten. Und zwar luftdicht. So. Das kommt dann da drauf. Vorsichtig, es ist wirklich klebrig wie die Sau, wenn man das klein gemacht hat. So, dann sieht das ungefähr so aus. Dann kommen unsere Salze, die wir vorher gemacht haben. So, jetzt. Und das Steak. Richtig schön, wie rosa das ist. Oh. Breiter als das Ding sollten sie nicht sein. So. Jetzt kommt der lustige Teil. Seitlich da rumwickeln. Dann schön mit deiner Sushi-Matte wieder. Ich hoffe, ihr habt sie noch vom letzten Mal. Schön festdrücken. So, gleich da drin lassen. Dann. Am besten gleich mit der offenen Seite nach unten legen, dass es da sich direkt verschließt. Also da, wo ihr es zusammengefaltet habt. Das ist ein bisschen tricky, dass man sich dabei die Pfoten nicht verbrennt. Das Ding am besten, na komm her, so festhalten, wenn man das denn sieht, so festhalten, umdrehen und drehen. Deckel drauf und durchwerden, halbwegs durchwerden lassen. Schön ruhig auf einer Seite lange liegen lassen, dass es ordentlich fest und schön knusprig wird. Nicht verbrennen lassen. Ja, ist ja klar, ne? Nasen. So. Und fertig. Schön durchgebraten. Bacon und Steak. Ja, ich weiß schon. Also. Dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ich habe dafür mit Vorbereitung, glaube ich, jetzt 3 Stunden gebraucht. Aufwand! Was Neues bei mir. Ja. Trotzdem. Viel Spaß damit an Gordon und bis nächste Woche.